Hey Leute, hier ist wieder Mr. Kurab. Ich habe eine ganz neue Gamers Week dabei und es gibt auch wieder eine ganze Menge Themen. Wir legen also sofort los. Worum geht's diese Woche? Zuerst einmal wäre da Watch Dogs. Kurz vor dem Release nimmt die Kontroverse um das Spiel nochmal zu. Schuld ist ein verfrühtes Review und vor allem Ubisofts Reaktion auf das Review, das das Spiel nicht gerade im besten Licht dastehen lässt. Dann wäre da noch Google, genauer gesagt YouTube. Die haben wohl vor, Twitch zu kaufen, und zwar für $1 Milliarde. Und zu guter Letzt wären da noch ZeniMax und Oculus. Da wird es jetzt ernst. ZeniMax verklagt Oculus. Die wollen den jetzt wirklich an den Kragen. Vorher noch ein ganzer Haufen Updates. Wir fangen an mit einigem rund um Nintendo. Da haben wir jetzt nämlich einen genauen Release-Termin für Hyrule Warriors bekommen. Das wird am 14.8. in Japan rauskommen. Was Europa und Amerika angeht, wissen wir noch nichts. Dazu wurde inzwischen auch die offizielle Website eröffnet und es gab haufenweise Details und Screenshots. Und während viele von letzteren vermutlich nachbearbeitet worden sind, sieht es auf jeden Fall um einiges besser aus, als was wir noch Ende letzten Jahres gesehen haben. Und auch einige Details klingen wirklich spannend. Ich bin spätestens jetzt wirklich interessiert daran zu sehen, was aus dem Spiel wohl wird. Dann wären da Nintendos Online-Dienste für Wii und DS, die wurden jetzt vor ein paar Tagen abgeschaltet. Bevor ihr anfangt, denen hinterher zu trauern, keine Sorge, es gab da ja noch das Internet. Einige Modder und Hacker und an sich Fans haben mit eigenen Servern und eigenem Code es geschafft, immerhin für einige Spiele DLC und Multiplayer-Funktionalität zu einem gewissen Grad wiederherzustellen. Ist natürlich nicht ganz einfach, läuft auch nicht perfekt und ihr braucht natürlich Homebrew-Konsolen, aber hey, es ist immerhin etwas. Dann noch zu Smash Bros. Das offizielle Nintendo-Magazin in Spanien hat möglicherweise versehentlich den Release-Monat von der 3DS-Version als September bekannt gegeben. Die haben zwar inzwischen darauf reagiert und gesagt, dass es irgendein ganz verrückter Fehler war und es eigentlich Sommer hätte sein sollen, aber das klingt offen gesagt ziemlich unglaubwürdig. Gewissheit erhalten wir vermutlich spätestens auf der E3. Was letztere angeht, wir haben auch genauere Details zum Smash Bros. Invitational Tournament erhalten. Das wird um 16 Uhr am 10. laufen, also 6 Stunden nach Nintendos Digital Event, das ist dann bei uns um 1 Uhr nachts, und 3000 Leute dürfen live dabei sein. Die müssen sich halt morgens dort anmelden. Wer zuerst da ist, der darf auch rein. Wer zu spät kommt, der hat Pech gehabt. Das wird nicht nur auf E3 Besucher begrenzt sein, sondern auf so ziemlich, naja, jeden, der rechtzeitig da ist. Dann hat Nintendo noch in einer Zusammenarbeit mit PDP bestätigt, es wird GameCube-Controller-inspirierte neue Controller-Optionen für die Wii U speziell für Smash Bros. Geben. Der GameCube-Controller wird von vielen als einer der besten Controller angesehen, gerade für Smash Bros., dürfte also auf jeden Fall viele Leute sehr glücklich machen. Und letzter Part Nintendo und Smash Bros., offensichtlich ist Smash Bros. Für Wii U das erste Spiel, das die NFC-Figuren unterstützen wird. Okay, es ist keine große Überraschung, ich meine, es ist das Nintendo-Spiel, das alles von Nintendo auf einen Haufen wirft, aber ja. Wie die genutzt werden sollen, ist noch nicht klar, da sehen wir vermutlich auch mehr auf der E3. Dann gab es noch einige andere Updates. Star Citizens Arena Mode kommt endlich Ende diesen Monats, genau gesagt am 29. Mai. Das wird erstmal nur Singleplayer-Modus Free Flight und One Dual Swarm sein, aber hey, es ist auf jeden Fall schon mal etwas, es ist das erste richtig spielbare seit dem Hangar-Modul und ich, und vermutlich auch so ziemlich jeder andere Star Citizen, bin definitiv gespannt. Die Metro-Spiele kommen auf die Next-Gen, oder in dem Fall ja eigentlich jetzt Current-Gen. Metro 2033 und Metro Last Light wurde jetzt bestätigt, kommen irgendwann, Release-Datum ist noch nicht klar, aber wahrscheinlich noch dieses Jahr, auf Xbox One, PlayStation 4 und den PC. Beide jeweils zum Preis von 25 Euro bzw. Dollar. Release-Datum haben tun wir für Evolve. Das wird am 21. Oktober auch für PC, Xbox One und PS4 kommen. Sah bis jetzt sehr interessant aus, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Spiel wird. Und letztes Update, Ubisoft hat grobe Info rausgegeben, was bei denen auf der E3 alles so anspielbar sein wird. Unter anderem Tom Clancy's The Division, The Crew, Assassin's Creed Unity und Far Cry 4. Wenn das toll ist, das alles zu wissen, wie schon im letzten Video gesagt, ich finde es nicht toll, wenn man vor der E3 alles erfährt. Bei Ubisoft wissen wir inzwischen so ziemlich alles, was sie zeigen oder anspielbar haben werden. Da gibt es keine Überraschungen mehr während der Show, aber ja. Zum ersten Thema und wir bleiben bei Ubisoft. Und zwar bei Watch Dogs. Die Seite WCCF-Tech hat wohl irgendwie ihre Finger an eine verfrühte Retail-Version der Xbox One-Version von Watch Dogs bekommen, Videos gemacht, hochgeladen, dazu ein Review, und es lässt das Spiel nicht im besten Licht dastehen. Wortwörtlich, das Spiel sehe mehr aus wie Last Gen und GTA 5 aus dem letzten Jahr von Last Gen sei im Grunde eigentlich an vielen Punkten sogar besser. Und die ganze Kontroverse im Internet ist von vorne losgegangen. Das gab es erst vor recht kurzer Zeit. Da gab es einen neuen Trailer und viele behaupteten, der sehe schlechter aus als das Zeug von der E3 2012 und das sieht jetzt hier wieder von vorne los.
Im Grunde gibt es etwa zwei Theorien. Entweder das Videomaterial stammt in weit von einer Xbox 360-Version und die haben es nur Xbox One genannt, oder, was ich für wahrscheinlich erhalte, am 27. kommt noch ein Patch raus, der auch das Aussehen nochmal ein bisschen überarbeiten wird. Ubisoft selber hat sich nämlich auch gemeldet und gesagt, beziehungsweise genauer gesagt gewarnt, dass falsche und unakkurate und nicht stimmende Watch Dogs Reviews wohl schon irgendwie im Internet aufgetaucht seien und dass alles vor dem 27. falsch ist. Was natürlich auch verständlich ist, die wollen immerhin den Hype aufrechterhalten, aber wir reden auch von Ubisoft, die haben immer einen Day One Patch da. Es ist noch eine gute Hoffnung da, dass da noch einiges mit überarbeitet und verbessert wird. Ich selber sagte einfach, selber kaufen, ausprobieren und eigenes Urteil bilden. Dann nächstes Thema, Google, beziehungsweise genau gesagt, YouTube hat wohl vor, Twitch zu kaufen. Und das für eine verdammte Milliarde Dollar. Das behaupten immerhin Quellen, die dem Deal nahe seien und Ahnung davon haben wollen. Twitch selber hat gesagt, sie sagen nichts zu Gerüchten und es sei nur ein Gerücht. Und auch das Wall Street Journal hat sich gemeldet und gesagt, das stimmt nicht so richtig. An dem Deal würde zwar gearbeitet werden, aber die Gespräche seien noch in einer sehr, sehr frühen Phase. Und sowieso, der Deal sei alles andere als sofortig wirksam. Das ist natürlich ein sehr umstrittenes Thema, mal wieder im Internet, wieder irgendwas Großes kauft, irgendwas anderes sehr Bekanntes. Und ja, Google hat sich mit der ganzen Google Plus Aktion auf YouTube nicht viele Freunde gemacht, aber man muss auch bedenken, dass sie gottverdammt Google sind und auch eine ganze Menge geile Sachen machen, wie Google und YouTube und kostenlos beides. Und jetzt ist auf YouTube und Twitch zusammen, da könnten ein paar echt geniale Sachen passieren. Das könnte auch ein paar negative Sachen nach sich ziehen. Google Plus, hust, hust. Aber hey, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn das passiert und kommt. Es ist da auf jeden Fall Potenzial auch für ein paar interessante Dinge. Und damit kommen wir zum letzten Thema, ZeniMax vs. Oculus. Da geht jetzt richtig rund. ZeniMax hat jetzt, nachdem Oculus ja nicht wirklich so reagiert hat, wie sie sich erhofft hatten, auf ihre Drohungen gesagt, sie geben Vollgas und haben Oculus kurzerhand jetzt verklagt, dass Oculus deren Technologie nutzen würde. Eben für das Oculus Rift. Genauer gesagt haben sie in der ganzen Pressemitteilung geschrieben, dass ihr intellektuelles Eigentum die grundlegende und fundamentale Technologie zur Verfügung gestellt hat, die das Oculus Rift seit seinen Anfängen antreiben. Dazu gibt es auch eine riesenlange Liste, in der sie alles aufgeschrieben haben, was sie da sehen und was da falsch war und wo die alles gegen verstoßen hätten, schon seit Jahren eigentlich. Und auch die gesamten Gerichtsdokumente kann man sich durchlesen. Oculus hat wieder kurz und bündig einfach nur gesagt, die Klage von ZeniMax bedeutet absolut gar nichts. Wie wir bereits gesagt haben, hat ZeniMax in keinster Weise an irgendeiner Oculus-Technologie mitgewirkt. Oculus wird diesen Standpunkt absolut verteidigen. Und während so Patentsachen eine echt kritische Sache sind, ist es auch irgendwie ein bisschen seltsam. Da baut Oculus immer mehr Dampf auf und plötzlich kommt Facebook daher und kauft Oculus für einen Scheißhaufen Geld und wow, das ist eigentlich aber unsers. Gib das mal schön zurück alles, die Sache da, die gehört eigentlich uns. Ist schon so ein bisschen verdächtig. Klingt jetzt sehr nach Verschwörungstheorie, aber das ist leider gar nicht so ungewöhnlich. Es gibt wirklich Firmen, für die ist andere Leute verklagen, um von denen Geld einzufordern, ein Teil ihrer ganz normalen Einkommen. Was glaubt ihr, warum Philips Nintendo verklagt hat? Es ist ihnen scheißegal, ob Nintendo weiterhin die Wii, Wii Mini oder Wii U verkauft. Die wollen einfach nur ihren Anteil daran, um ihren Profit ein bisschen aufzubessern. Also ist alles eine sehr undurchsichtige Situation. Ich werde mich da mal einer Meinung enthalten, einfach weil ich habe zu wenig Ahnung von dem Thema und weiß zu wenig von den Hintergründen, um da klar zu sagen, wer jetzt recht hat und wer nicht recht hat. Es ist auf jeden Fall eine umstrittene Geschichte. Wie auch immer es aussieht, ich hoffe, es behindert nicht das Oculus Rift selber. Ich bin ein großer Fan des Produkts und will es ausprobieren. Und wenn das ausgerechnet jetzt wegen so einem Scheiß plötzlich irgendwie abgebrochen werden müsste oder nicht mehr so zustande kommt, wie es zustande kommen sollte, wäre es echt eine gottverdammte Schande. So, das war's dann wieder mit dem Video für diese Woche. WTF der Woche werde ich mir auch hier wieder sparen. Video ist schon so lange genug. Und ja, nächstes E3-Special kommt dann Anfang nächster Woche mit Microsoft, dem letzten der drei Großen. Meinen Erwartungen, meinen Vorschlägen, was die machen sollten und wie es für die auf der E3 aussehen sollte. Und bis dahin, wenn euch dieses Video gefallen hat, ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr irgendwie helft, das Ganze noch ein bisschen mehr zu verbreiten. Ich bin ja immer noch so ziemlich unbekannt. Wenn ihr wiederum Kritikpunkte, Ideen, Vorschläge oder andere Sachen habt, alles immer sofort in die Comments oder meinetwegen direkt in der Nachricht an mich. Je mehr, desto besser bin ich immer glücklich, da irgendwas zu sehen. Entsprechend, ja, wir sehen uns Anfang nächste Woche mit dem Microsoft E3-Special und bis dahin, alles Gute und man hört sich. Euer Mr. Korab.